Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In unserem Smart Home ABC sind wir dann doch auch mal beim Buchstaben C angekommen. Da war es gar nicht so leicht, was zu finden, aber ich habe jetzt hier für euch in diesem Video einen smarten CO2-Melder, eine smarte Chamäleon-Sprühanlage und einen smarten Couchtisch. Das schauen wir uns jetzt alles zusammen an. Viel Spaß! Ja, fangen wir mal mit dem ersten an, was vielleicht spektakulärer klingt, als es eigentlich wirklich ist. Smarter Couchtisch. Also, das hier, ich halte das mal hier so hoch, aber überblende euch das, ist einfach so ein kleiner Beistelltisch. Und ja, was ist daran smart? Das Teil hat einen integrierten Bluetooth-Lautsprecher. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr irgendein Smartphone damit koppeln und könnt Musik darüber wiedergeben. Ich erspare euch jetzt hier eine Aufnahme von dem Ton, der ist echt nicht toll. Also das ist ein ganz, ganz billiger, normaler Lautsprecher. Das ganze Teil kostet knapp 100 Euro. Und dann könnt ihr darüber Musik wiedergeben. Ich würde es maximal nutzen, wenn ihr den vielleicht anstatt als Couchtisch, als Nachttisch nutzt und dann darüber vielleicht ein Hörspiel oder sowas oder einen Podcast hört. Aber ansonsten für Musikwiedergabe ist das einfach nichts Besonderes. Gleichzeitig hat es ein integriertes QI-Ladepad. Das heißt, ihr könnt also euer Smartphone da drauflegen und wird es laden. Habe ich ausprobiert, funktioniert auch, aber man muss da schon wirklich genau positionieren. Da ist nichts irgendwie magnetisch, wie bei anderen QI-Ladepads, gerade die MagSafe unterstützen, wo sich das iPhone selbst da an die Position bringt. Das sind eigentlich auch schon tatsächlich die Funktionen. Ihr habt noch einen AUX-Anschluss, also ihr könnt Musik hier drüber auch über AUX wiedergeben. Das war's, ja. Smarter Couchtisch ist okay, muss ja auch mit Strom verbunden werden. Dementsprechend ist der Aufstellungsort natürlich so ein bisschen begrenzt vor euch auf dem Sofa. Wenn ihr nicht gerade eine Steckdose im Fußboden drin habt, muss man halt gucken, wie man das Ganze positioniert. Ja, man muss halt wirklich wissen, wofür man es verwendet. Als Nachttisch vielleicht auch, aber Nachttisch fängt mit N an. Deswegen ist es ein smarter Couchtisch. Generell ist es echt schwer, bei manchen Buchstaben was Smartes zu finden. Wenn euch jetzt schon Sachen mit D einfallen, also smarte Dinge mit D, schreibt die gerne hier unten in die Kommentare. Das würde mir sehr weiterhelfen. Dann kann ich mir auch die Dinge anschauen. Wir besorgen uns die für das nächste Video. Also, wir sind da auf eure Mithilfe etwas angewiesen. Das ist der smarte Couchtisch und ich denke, als nächstes schauen wir uns mal hier die smarte Chamäleon Regenanlage an. Also das nächste Produkt, eine smarte Chamäleon-Regenanlage. Auch hier ist das C ein bisschen herbeigearbeitet, denn eigentlich heißt das Teil hier Smart Rainforest Spray System. Ist aber genau dafür da, wenn ihr ein Terrarium habt, wie ich zu Hause. Wir haben ein Chamäleon, das hier seht ihr ist Dobby. Und Chamäleons und auch viele andere Terrarien haben eine Besonderheit, die müssen eine gewisse Luftfeuchtigkeit halten. Das heißt, entweder sprüht ihr da an verschiedenen Tageszeiten manuell einfach mit einer Sprühpistole Wasser rein. Oder ihr macht euch das Ganze smart, was ich gemacht habe, weil ich in den Urlaub geflogen bin für eine Woche. Und ja, es gab eine Person, die das Chamäleon gefüttert hat und auch gesprüht hat. Ich wollte aber einfach, dass regelmäßiger die Luftfeuchtigkeit auf dem Level gehalten wird, wie ich das gerne brauche. Dann habe ich das Teil hier gesehen, kostet um die 40 Euro. Da habe ich gedacht, okay, das ist ein No-Brainer, probiere ich mal aus. Und das Ganze, kann ich vorab sagen, funktioniert tatsächlich gut. Also, ich kann euch jetzt nicht wirklich den gesamten Packungsinhalt zeigen. Also hier so sieht das Ganze aus. Es ist tatsächlich einfach nur so ein kleiner schwarzer Kasten. Das Ganze funktioniert auch über die Tuya-App. Und dann habt ihr hier drin ganz viel Zubehör, natürlich hier so diese Schläuche, die man dafür braucht. Und die Installation ist am Anfang, denkt man, okay, das ist etwas kompliziert, ist es aber tatsächlich gar nicht. Man schneidet sich die Schläuche zurecht, man steckt das alles zusammen. Man braucht natürlich eine Wasserquelle, wo man quasi halt den Schlauch reinpackt, dass es dann eben hochgepumpt wird. Dann platziert man die Sprühköpfe, in dem Set hier sind halt so zwei Sprühköpfe, da im Terrarium, wo man das möchte. Das funktioniert mit dem beiliegenden Material auch alles wirklich super gut. Und ja, dann ist das Ganze installiert. Man hat auf der Anlage hier selbst einen Knopf, mit dem man den Sprühstoß ein- oder ausschalten kann, manuell. Oder man kann das in der App auch immer starten oder stoppen. Was natürlich viel interessanter ist, ist, wenn man das Ganze mit Automation nutzt. Und auch das habe ich gemacht. Und auch seit ich aus dem Urlaub zurück bin, habe ich das immer noch so gemacht, dass zu bestimmten Uhrzeiten einfach mal für 10, 15, 20 Sekunden einfach da Wasser ins Terrarium gespült wird, um einfach für eine konstante Luftfeuchtigkeit zu sorgen. Die sollte bei Chamäleons halt eben deutlich über 60% Luftfeuchtigkeit liegen. 70, 80, 90% sind da was, was ein Chamäleon braucht. Und tatsächlich kann ich sagen, das funktioniert. Ich habe es jetzt im Einsatz seit Juli und bisher funktioniert es wirklich ausgesprochen gut. Die Automation läuft immer durch, man kann manuell zwischendurch da drauf tippen. Also für 40 Euro
Wenn man eben sowas braucht, ist natürlich ein Spezialanfall, wenn man ein Terrarium hat. Aber wenn man eins hat und sowas gebrauchen kann, für 40 Euro ist das echt cool. Funktioniert alles sehr zuverlässig. Kann ich also wirklich empfehlen. Ja, und als nächstes schauen wir uns hier den smarten CO2-Melder an. Und da gibt es gleich einen kleinen Testaufbau, wo wir ihn ausprobieren werden. Damit geht es jetzt auch direkt als nächstes weiter. So, als nächstes kommt ein smarter CO2 oder auch Kohlenmonoxid-Melder. Das ist hier das Produkt von Netatmo. Wurde mir auch von Netatmo für diesen Test zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Also, was ist ein Kohlenmonoxid-Melder oder CO2? CO2 ist generell ein Gas, es ist unsichtig. Also es ist nicht sichtbar, man kann es nicht riechen, es reizt nicht die Atemwege, ist aber eben sehr gefährlich und kann eben auftreten, wenn ihr zum Beispiel eine Gastherme habt, ein Gasherd zu Hause oder wenn ihr einen Kamin habt oder all solche Dinge, dann ist so ein CO2-Melder eine praktische Sache und wirklich wichtig auch eben für die Sicherheit, weil man eben dieses Gas sonst nicht mitbekommt. Also, wie ist das Ganze hier aufgebaut? Man sieht hier vorne steht Netatmo drauf, hier richtig viel gibt es nicht. Man sieht hier an der Seite sind so Lufteinlassschlitze und wir sehen, dass wir hier an der Unterseite so ein kleines Drehteil haben. Dahinter ist dann einfach tatsächlich nur der Einschalter und auch ein kleiner Reset-Button. Das Ganze kann in HomeKit eingerichtet werden. Und die Netatmo-App tatsächlich braucht man die dazu gar nicht. Habe ich ausprobiert, das geht komplett ohne. Das kann einfach so in HomeKit integriert werden. Ist dadurch natürlich interessant für viele verschiedene andere Produkte. Also um mit anderen HomeKit-Produkten Automationen zu nutzen, das meinte ich. Ja, ich habe ihn hier schon bei mir eingerichtet und der Produktaufbau, weil wir wollen ja jetzt mal testen, wie gut er funktioniert, ist jetzt eben so. Ich habe hier so ein kleines Räucherstäbchen und dieses Räucherstäbchen, das zünden wir jetzt einfach mal an. Der Rauchmelder, der CO2-Melder, der kommt hier mit rein. Es kann sein, dass das einen kleinen Augenblick dauert, bis er auslöst. Dementsprechend werde ich das Ganze dann gleich ein bisschen vorspulen, aber einfach mal kurz gezeigt, wie das funktioniert. Und wie zuverlässig das funktioniert, denn sonst könnte ich auch einfach sagen, das hier ist ein CO2-Melder und der ist voll cool. Nein, wir probieren das Ganze hier aus. Das hier ist einfach ein ganz normales, handelsübliches Räucherstäbchen und das kommt jetzt hier drauf. Deckel drauf und jetzt warten wir, bis er auslöst. Kostet übrigens aktuell so um die 100 Euro. Gibt es auch schon günstiger, kostet er auch mal 75 Euro, je nachdem, wie er gerade im Angebot ist. Jetzt bei Amazon habe ich geguckt, liegt er so bei 100 Euro. Netatmo ist jetzt aber auch nicht unbedingt gerade ein günstiger Hersteller. So, jetzt wabert es da drin rum, könnt ihr hier wahrscheinlich auf der Kamera auch sehen. Und jetzt warten wir einfach mal ab, wie lange es dauert, bis er auslöst. Jetzt hat er ausgelöst. Nach ungefähr in diesem Test hier gerade 2,5 Minuten. Man bekommt zum einen in HomeKit eine kritische Meldung, die auch durchgeht, wenn ihr irgendwelche Schlafmodi oder so oder Nicht-Stören-Modi anhabt. Da drin ist es jetzt zum Glück nicht richtig laut. Ich hole ihn jetzt noch mal einmal kurz raus und mache ihn dann aus, weil das ist schon richtig laut und es dauert auch eine Weile, bis er danach wieder klarkommt. Ich habe ihn dann bei mir hier in die Klimaanlage einmal in die Öffnung reingelegt, dass er einmal durchgepustet wird, weil jetzt mache ich ihn einmal auf. Das ist richtig laut. Jetzt machen wir ihn mal aus. Also, das Ganze funktioniert, wenn ihr einen Kamin habt, Gastherme, Gasherd oder so weiter, ist so ein Teil richtig cool, funktioniert, HomeKit-kompatibel, also smarter CO2-Melder. Ja, das waren smarte Gadgets mit C und jetzt einfach mal die Frage, was davon kann ich eigentlich empfehlen? Smarten Couchtisch? Ja, eigentlich eher nicht. Also wirklich smart ist er nicht, der Lautsprecher ist nicht so cool und das Laden, ja, das funktioniert. Man muss den passenden Aufstellungsort dafür haben, dann ist es okay. Kostet 100 Euro, qualitativ ist der in Ordnung. Ja, aber nicht so richtig krass smart. Das Teil hier, smarte Chamäleon-Beregnungsanlage, finde ich richtig cool. Ihr müsst natürlich das passende Haustür dazu haben, dass sowas für euch in Frage kommt. Aber wenn ihr das habt und nach sowas sucht für 40 Euro, läuft über die Tuya-App,
muss ich sagen, funktioniert in meinem Fall richtig gut. Ein smarter CO2-Melder ist auch eine richtig coole Sache, wenn ihr das auch so bei euch zu Hause habt, dass ihr es braucht. Wie gesagt, wenn ihr einen Kaminofen oder sonstige Dinge, die ich eben schon aufgezählt habe, zu Hause habt. Muss es der von Netatmo sein? Nee, wahrscheinlich nicht. Gibt auch noch andere. Er kostet um die 100 Euro, war schon mal bei 75 Euro. Schwankt so ein bisschen der Preis bei Amazon. Qualitativ ist er hochwertig. Funktioniert mit HomeKit, ist ja auch immer für viele interessant. Hat funktioniert. Den Test habe ich ja eben gerade dazu gemacht. Ja, das war's. Wenn ihr noch Fragen zu einem von diesen Produkten habt, dann schreibt die einfach mal hier unten in die Kommentare. Wenn ihr Lust habt, euch noch ein weiteres Video anzuschauen, dann findet ihr es direkt hier. Hier unten könnt ihr den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.